Ja, sehr schön. Herzlich willkommen, lieber Manfred Rauchensteiner, dass ich dich heute interviewen darf für unseren The Awakening Summit. Herzlichen Dank, liebe Isabella. Fein, dass ich dabei sein darf. Ja, herzlichen Dank, dass wir dich dabei haben dürfen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und die erste dazu wäre gleich einmal ganz passend zum Thema Erwachen. Was ist für dich, Manfred, Erwachen? Weil das ganze Thema ist ja sehr breit gefächert. Wir haben viele verschiedene Teilnehmer und Speaker dabei und jeder hat eine ganz andere Ansicht auf das Thema. Deswegen, was bedeutet Erwachen für dich? Also Erwachen ist, wie du schon sagst, momentan ein Begriff, der in vieler Munde ist. Und grundsätzlich ist es einfach der Zustand, wenn du in der Früh die Augen aufmachst und quasi wieder in deinem bewussten Zustand kommst. Und das ist wahrscheinlich damit gemeint, dass man einer kindlichen Haltung gehe. Ja, also kleine Kinder, wenn man die beobachtet, die werden munter und die haben eine totale Freude, weil ein neuer Tag beginnt. Die laufen total neugierig durch die Wohnung und wecken die Eltern auf, weil die wollen was erleben. Ja, also die sind total begeistert und interessiert vom Leben. Und ich glaube, dass das so der Zustand ist, den die meisten Menschen sich wieder zurückwünschen. Ja, weil in dem Moment, wo du ein gewisses Alter hast, gibt es dann so Begriffe wie den Alltag und dann kenne ich das schon und das weiß ich schon und ich weiß schon, wie es wird und dann ist es irgendwie langweilig und fad und dann kommen nur die ganzen Sachen dazu, von denen die meisten Menschen glauben, dass sie sie erfüllen müssen und das muss ich machen und das darf ich nicht vergessen und dadurch wird das Leben grundsätzlich anstrengend. Also das ist das, was mit dem Alltag dann gemeint ist. Und Erwachen in meiner Welt wird heißen, dass ich wieder vollkommen neu auf Dinge zugehe. Ja, total interessiert bin. Wow, schauen wir mal, was heute mein Arbeitstag bringt. Schauen wir mal, wie heute die Kinder drauf sind. Schauen wir mal, wem ich heute begegnet oder so. Dass ich da möglichst wach durchlaufe und das auch tatsächlich als permanent neues Erlebnis wahrnehme. Ja, also ohne mein ganzen Wissen, ohne meine ganzen Beurteilungen. Das war so, wie wenn ich auf jeden Menschen, wie wenn ich noch nie gesehen hätte, zugehe, weil ich erlebe halt irgendwas Neues mit dem. Das ist nämlich tatsächlich die Wahrheit, was wir tun. Aber wenn ich schon befüllt bin mit viel Geschichten und aus der Vergangenheit und Erinnerungen und so, dann verhalten wir uns auch komplett anders. Ja, weil das kenne ich schon oder da weiß ich schon, das ist ein unangenehmer Mensch oder den mag ich nicht und boah, da ist schon alles weg. Also Kinder kennen das nur, die sind voll neugierig und da ist einfach alles irgendwie frisch. Das ist vielleicht auch noch so eine Bezeichnung für Erwachen, weil alles ja in permanenter Veränderung ist. Das heißt, wenn wir jetzt von der linearen Zeit reden, habe ich immer wieder total neue Erlebnisse. Ich glaube, dass das gemeint ist damit. Das ist voll schön und ich fühle das richtig mit, weil jeder Morgen ist nicht gleich, jeder Morgen ist anders und somit finde ich es wirklich schön zu hören, dass auch für dich das Erwachen einfach auch das grundlegende Augenaufmachen schon in der Früh ist. Also das finde ich wirklich einen sehr schönen Ansatz, genau. Ich nenne es immer gern die wichtigste Zeit deines Lebens. Ja, also es ist natürlich die wichtigste Zeit deines Tages, weil ein neuer Tag beginnt. Ich beziehe da immer gerne ein oder erinnert Leute, wenn du am Abend ins Bett gehst, wenn du schlafen gehst. Wir leben zwar so, wie wenn es vollkommen klar ist, dass wir morgen wieder munter werden, aber es ist ein Prozess, wo, ich nenne jetzt einmal eine Zahl, 250.000 Leute jeden Tag nicht munter werden. Ja, also da ist eigentlich schon das erste Geschenk da. Und da kann man sich schon mal freuen, wenn man die Augen aufmacht und schaut so, bah, ja, ich bin nur da, bin immer nur da und kenne den Raum. Also da, wo ich mich hingelegt habe, das ist nur alles da. Und heute ist ein neuer Start in einen neuen Tag.
Das heißt, dieses Geschenk, einen neuen Tag geschenkt bekommen, das kann ich schon mal empfangen, nur bevor ich an irgendwas denke, was halt alles zum Erledigen ist oder so. Das heißt, wenn man sich da beim Aufwachen Zeit nimmt, ein bisschen Zeit nimmt und jetzt nicht gleich das macht, was mir der Verstand sagt, weil der ist voll schnell, der kommt gleich daher und sagt, der Pass wieder ist schlecht, geschneit hat, das darf ich nicht vergessen, quack, 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 quack. Das ist eher das unbewusste Leben, weil dann laufe ich den ganzen Tag mein Verstand nach. Weil der sagt mir immer, was ich nicht vergessen darf, was ich unbedingt noch machen muss. Dann erinnert er mich an 100 Sachen. Aber dieses bewusst in den Tag starten heißt, ich stelle mir immer gern zum Beispiel die Frage, wer will ich heute sein? Ja, oder wie möchte ich heute mit Menschen umgehen? Oder ich weiß vielleicht irgendein Termin oder Treffen, was ich habe, dass ich mich da schon so ein bisschen vorbereite, wie möchte ich am liebsten durchs Leben laufen, wie möchte ich von den anderen gesehen werden, auf was will ich heute ein bisschen mehr aufpassen, weil mir vielleicht gestern irgendwas nicht gelungen ist, vielleicht habe ich gestern wieder mal geärgert zufällig und dann stelle ich mir so Wächter, nenne ich die, wo ich sage, also heute werde ich schauen, dass ich mich nach Möglichkeit, ob ich es schaffe, weiß ich ja vorher nicht, aber ich kann mir schon vornehmen, zum Beispiel möglichst wenig ärgert oder möglichst wenig über irgendein gewisses Thema mich halt unterhalte. Auf das will ich halt aufpassen und so kann man in einen Tag wunderbar reinstarten. Ja. Genau. Sie in der Früh schon die Zeit nehmen für eben so ein Ritual hat für mich auch ganz viel von Selbstwertschätzung zu tun. Ja, ja. Und ich glaube, auf dem basiert das auch. Was sagst du da dazu? Ja, klar. Also Selbstwertschätzung heißt, ich möchte für mich irgendwas Gutes ja heute erleben. Oder ich möchte irgendwas Gutes in die Welt setzen, zu dem bin ich da. Oder ich möchte mal was Schönes erfüllen. Das sind einmal so Vorstellungen, die man mal herholen kann. Und ich nehme immer gern dazu, wie möchte ich das erfüllen? Also nicht nur, was ich mir erfüllen will oder was ich zu tun habe, sondern wie möchte ich das machen? Und viel Achtsamkeit lenken dabei drauf, wie es mir geht dabei. Ja, also dass ich das richtig wichtig mache, jeden Tag in der Früh, der eine hat gern Rituale, der andere sagt, ich habe keine Zeit für Rituale, der andere macht seinen Stress mit Rituale. Weil er sagt, bah, jetzt habe ich wirklich keine Zeit und heute kann ich das nicht machen und eigentlich sollte ich das machen. Also da ist ganz viel Unruhe drinnen. Aber diese Befindlichkeit, also einfach, dass ich merke, ja, es geht mir gut und ja, ich habe etwas zum Erledigen und ja, das werde ich gut machen. Also mit vielen Ja's in den Tag starten, das ist so, das tut. Ja. Ja, ist auch ein gutes Stichwort, weil ja, wirkt sich ja auf den Körper schon ganz anders aus, wie wenn ich jetzt jeden Tag immer ganz schwarz malen und Nein sage oder mit einem Nein in den Tag starte. Genau, also so wie es das du beschreibst, dieses Nein von der Energie her ist immer Widerstand. Ja? Und wir merken, dass wenn ich einen Widerstand habe gegen irgendwas oder irgendwas, nennen Sie aber gern, nicht so mag, wie es ist. Ja, also wenn ich in meinem Kopf irgendwie einen Gedanken habe, dass irgendwas anders sein sollte, als die Realität jetzt tatsächlich ist, das ist in Wahrheit aus meiner Beobachtung der Startpunkt für jedes Leid. Also wann immer es dir schlecht geht, ist das der Grund, weil du jetzt gerade irgendwas gern anders hättest, als es ist. Und die Reaktion von deinem Körper ist, dass der Körper zumacht. Und du hast eh schon hingedeutet, das spielt sich irgendwo da ab. Ja, also ich nenne es immer die Vorderseite des Oberkörpers. Irgendwo da zwischen Hals und Nabel, da verändert sich energiemäßig was. Ja, wir spüren das als Enge, Druck, Unruhe, solche Sachen. Das ist das, wo wir beschreiben, jetzt geht es mir nicht gut. Während wenn das Teil da leicht ist und weit ist und nach oben zirkt und es ist so schön und wenn ich gut Luft kriege, ja, dann geht es mir gut. Und das ist das Einzige, was wir in Wirklichkeit wollen. Also
Es gibt keinen Wunsch, der nicht im Endeffekt, wenn man überprüft, egal was du in deinem Leben noch haben willst, erleben willst, vorhast, der nicht darauf begründet ist, dass deine Vorstellung davon, wann das da ist, wann das wirklich wahr ist, dass dir dann extrem gut geht. Also das ist das, was wir in Wirklichkeit haben wollen. Ja, wir wollen, dass da das Gefühl an der Vorderseite meines Oberkörpers möglichst leicht, weit, friedlich oder freudig. Das sind so die zwei Energien, um die es hauptsächlich geht. Also wenn ich schon nicht schaffe, dass ich freudig durchs Leben renne, dann soll ich wenigstens friedlich durchs Leben laufen. Ja, das ist auch so der Wunsch. Entweder du magst Spaß haben und dann nach einer gewissen Zeit, dann kriegst du eine Sehnsucht, jetzt soll es einmal ruhig sein. Also so angenehm, friedlich. Ja? Und zwischen die zwei Gefühle, wenn wir hauptsächlich wechseln würden, dann hast du ein perfektes Leben. Ja. Wow, schön gesagt. Also wirklich Glück und Frieden an oberster Stelle und als quasi Lebensziel für jeden Menschen. Ja, man soll jetzt nicht, mit dem werde ich oft konfrontiert, glücklich sein ist ein Ziel für viel Leute, ja. Aber die meisten machen sich einen irren Stress damit. Ja? Also da komme ich jetzt wieder zu dem Ja-Nein-Spiel. Wenn ich sagen kann, ja, ich bin halt jetzt einmal traurig. Ja, und ich kann Ja zu dieser Empfindung sagen, Ja zu dem Gefühl sagen, dann wirst du beobachten, dass der Druck sofort nachlässt. Also es verschwindet dann aus deinem Körper. Während wenn du immer wieder denkst, nein, ich will aber nicht traurig sein oder ich will das gar nicht, weil ich es wieder anders haben möchte, dann verstärkst du den Druck noch. Also es ist die zweite Chance, die wir immer haben im Leben, ist eigentlich das Gefühl, die Gefühlsempfindung. Ja, die erste Chance ist, dass ich mit meinem Kopf, mit meinem Verstand was nicht ablehne oder verurteile, weil immer, wenn ich das mache, macht mein Körper als Reaktion zu. Und wenn ich dann das Gefühl auch nicht mag, dann geht es mir richtig schlecht. Wenn ich aber sage, ja, okay, heute habe ich mich wieder mal geärgert, dann kriege ich trotzdem gut Luft. Wenn ich mich aber darüber ärgert, dass ich so blöd war, dass ich mich geärgert habe, dann fängt es zum Krampfen an. Und das macht der Körper, wenn man es ganz genau beobachtet, so lang, bis du einfach wieder einen anderen Gedanken in deinem Kopf hast oder über was anderes sprichst oder irgendwie, dass du das quasi aufhörst. Das heißt, diese Reaktion von deinem Körper ist ein Alarmsignal, wenn es dir nicht gut geht, dass du jetzt gerade zwar die Möglichkeit hast, dass dir gut geht, weil die hast in Wirklichkeit immer, vielleicht kommen wir mal zu dem noch, aber du hast das gerade vergessen. Mhm. Und darum meldet sich der Körper und erzeugt ihm diese Enge und den Druck. Mhm. Genau. Hört sich für mich ganz stark an nach Akzeptanz, das Ganze akzeptieren, hinnehmen. Und wenn ich das schaffe, dann geht es mir einfach gut oder längerfristig. Vieles besser und vieles besser. Ja? Also Akzeptanz ist quasi die Basis, wo es auf einmal kippt, wenn du nicht akzeptierst, dass das schlecht geht. Ja? Wenn du was magst, geht es dir gleich nur besser. Wenn du was total liebst, geht es dir total gut. Aber Akzeptanz ist quasi die Basis, damit du in einem guten Gefühl bleibst. Und das geht natürlich dann nur nach oben. Und ähnlich ist es mit Widerstand, wenn du was nicht magst oder verurteilst. Je mehr du das verurteilst und je mehr Sätze oder Gedanken du aneinander reißt, die alle im Widerstand sind, umso schlechter geht es dir. Mit dem können wir das steuern. Und jetzt reden wir die ganze Zeit so viel von in Akzeptanz oder Gefühle eben so hinnehmen und das sein lassen, dass man jetzt vielleicht traurig oder in einem Groll ist. Hast du dazu vielleicht eine praktische Übung, die du persönlich anwendest dabei, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten und ich will wieder in mein Gleichgewicht kommen? Also in dem Moment, und ich werde oft gefragt, Manfred, bist du immer glücklich oder bist du immer gut drauf? Und so sage ich, nein, und das ist ja kein Ziel von mir, weil das war ein dummes Ziel, weil das geht nicht. Was ich aber machen kann, ist, dass ich eben gut auf den Körper aufpasse.
Also wenn ich jetzt merke, dass er zumacht, dann bin ich vielleicht schneller als so manche andere Menschen. Ja. Weil wenn ich das empfinde, und Akzeptanz heißt ja nicht, dass ich mit allem einverstanden bin oder dass ich alles okay finde. Ja. Aber ich kann es einmal akzeptieren, okay, da steht jetzt zum Beispiel vor mir ein Mensch, der mich anschreit oder der mir irgendwas sagt, was mir vielleicht nicht passt. Ja. Und dann kann ich mal akzeptieren. Ah, okay, da ist einer, der macht das. Ich muss nicht einverstanden sein. Also ich darf dann machen, was ich will. Ich darf argumentieren, ich darf davon gehen, ich darf mit dem Kreis drehen, ich darf einen Purzelbaum machen. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten, auf das Leben zu reagieren, auf den Menschen zu reagieren, auf irgendeinen Lebensumstand zu reagieren. Wenn mir das bewusst wird, dass ich immer eine Wahlmöglichkeit habe. Ja, ich habe antrainierte Verhaltensmuster, wie man die nennt, und ich habe antrainierte Verhalten, und wenn einer so zu mir ist, dann bin ich so zu ihm, und wenn das passiert, dann reagiere ich so. Aber wenn mir da klar wird, dass ich in Wirklichkeit frei bin mit meiner Reaktion, ich bin nicht frei von dem, was da draußen passiert. Ja, im Universum ist es total egal, ob du etwas magst oder nicht magst, ob dir was passt oder nicht passt. Das ist im Universum oder anderen Menschen komplett egal. Aber es war gut, wenn es, dass du in der Hand hast, wie du darauf reagierst. Und wenn dir diese Wahlfreiheit einfällt, also wenn du das schaffst, ah, okay, spannend, da ist jetzt wieder was Dramatisches in meinem Leben. Aber Moment einmal, ich kann es ja doch steuern, wie ich jetzt darauf reagiere. Wenn ich den Gedanken in meinen Kopf habe, wenn ich den einen Platz gebe und ich weiß, ich habe eine Wahlfreiheit, dann macht der Körper sofort auf, weil Wahlfreiheit ist eine Form von Freiheit und da lässt der Druck schon nach. Also so kann man das üben. Ja? Weil grundsätzlich, wenn ich jetzt zu meinem Auto zum Beispiel gehe und es war die Windschutzscheibe kaputt, dann gehe ich da auch nicht ganz locker und entspannt vorbei. Also das schaffe ich noch nicht. Aber wenn ich es jetzt sehe und jetzt kommt die Emotion, weil ich mir denke, boah, kacke, dass das passiert ist oder warum mein Auto und so, und dann fangen die oder Kopf gleich ganz viele Geschichten zum Dazwischen an, dann kann man schon Stopp sagen und dann kann ich sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, das ist passiert. Und dann ist meine nächste Frage, was ist jetzt mein nächster Schritt? Also wie will ich mich jetzt verhalten? Ich weiß, ich könnte jetzt schreiend neben dem Auto stehen, ich könnte mal einen zweiten suchen, der das auch unerhört findet, und ich kann das machen, oder ich kann sagen, ich gehe jetzt einmal 5 Minuten spazieren und dann rufe ich vielleicht meinen Versicherungsmann an. Oder ich rufe jetzt die Polizei an. Oder von mir aus, ich sitze mir jetzt auf dem Motorhaube und meditiere. Also ich kann machen, was immer ich will, aber es ist wichtig, dass mir diese Wahlfreiheit klar ist. Und dann werde ich auch was wählen, was im Normalfall immer die bessere Reaktion ist, als wenn ich aus den anerlernten Reaktionsmustern reagiere. Das war so der Tipp. Also dass ich das wahrnehme, okay, da ist was passiert, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Weil ohne meine Beurteilung würde es mir ja gar nicht schlecht gehen. Ja, das kann man immer vergleichen. Wenn du zum Beispiel irgendwen überhaupt nicht magst und du siehst, dass den sein Auto kaputt ist, dann schmerzt dich das vielleicht gar nicht so. Vielleicht freut es dich sogar. Ja, das braucht man jetzt ethisch, moralisch gar nicht hinterfragen, aber das gibt es. Ja. Und dann ist es ja für den anderen gar nicht so schlimm. Und wenn ich das beobachte, also solange es irgendeinen Menschen gibt, den es jetzt deshalb nicht schlecht gibt, ist es nicht in Stein gemeißelt, dass das wirklich was Schlimmes ist. Ich drüber denke, dass das was Schlimmes ist. Vorher nicht. Okay. Ich glaube, der letzte Satz ist jetzt von der Verbindung her ein bisschen verzerrt gewesen. Vielleicht magst du ihn nochmal sagen. Okay. Also was Schlimmes in meinem Leben entsteht erst dann, wenn ich darüber denke, dass das was Schlimmes ist. Mhm. Vorher gibt es das nicht. Ja? Also diese Beurteilungssysteme, und das ist etwas, was wir ständig tun, es wird ja immer wieder gepredigt und
das bringt mir immer ein leichtes Lächeln ins Gesicht, so Menschen, die sagen, sie wollen total urteilsfrei und ohne Beurteilung und ganz wertfrei durchs Leben laufen. Viel Spaß dabei, ja, weil beurteilen tust du immer. Ja, es ist ein vollkommen automatischer Vorgang, aber die Frage, wie was beurteile, eben ob ich es friedlich beurteile, akzeptierend beurteile oder so, da kann ich wählen. Aber grundsätzlich eine Beurteilung wird immer stattfinden. Wir sind nicht mehr in der Lage, ab einem gewissen Alter etwas total wertfrei zu sehen. Ja, ganz kleine Kinder können das noch, weil die haben von uns das noch nicht gelernt, wie man was beurteilt und wie man was verurteilt. Drum laufen die ja zum Feuer hin und die laufen zum Wasser hin und die haben noch keinen Stress, dass die ertrinken können oder sie verbrennen können. Die wollen alles im Mund nehmen, die sind total neugierig. Aber erst durch diese vielen Neins, sage ich jetzt, ja, das ist immer, wenn man zu Kindern hingeht, sagt, nein, das darfst du nicht im Mund nehmen, nein, das ist auch nicht gut, nein, 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 wirst du quasi in dieses Leben eingeführt. Ja, das heißt, du hast irgendwann einmal in deiner frühesten Kindheit Menschen in deiner Umgebung gehabt, die dir gelernt haben, wie man hier lebt, was man tut, was man nicht tut, was man unbedingt tun muss, was man nicht tun darf, wer die guten Menschen sind, wer die bösen Menschen sind. Und das ist ein sehr langer Prozess. Und erwachsen sein oder auch dieses Erwachen, damit wir wieder beim Erwecken sind, heißt, dass ich selber erwache und mir immer wieder vorstelle, möchte ich wirklich so reagieren, wie ich es gelernt habe oder wie ich es normal immer automatisch tue oder wäre es mir zuträglicher, wäre es angenehmer für mich, wenn ich vielleicht einmal probiere, dass ich mich anders verhalte, als wie ich es normalerweise mache. Weil bei den guten Sachen brauche ich es nicht verändern, weil da geht es mir eh gut. Aber wenn ich merke, jetzt geht es mir wieder schlecht, und ich denke darüber nach, wie müsste ich das jetzt beurteilen, dass es mir trotzdem gut geht? Ja? Und das kennen wir. Ja? Also ich kann jetzt wen verurteilen, weil er, ich nehme immer gerne das Beispiel, weil er seine Unterhosen mitten ins Wohnzimmer hinschmeißt. Ja, da geht es ganz vielleicht schlecht. Und wenn ich mir denke, der ist ganz schön schneidig, der haut einfach da die Unterhosen hin. Dann siehst du alleine in dein Gesicht schon, an deine Reaktion musst du automatisch grinsen. Also wenn man da quasi die gedachten Sätze verändert, und das kann man üben, ja, ist eine Übungssache, und da gibt es genug zum Üben. Während jeden Tages hast du viele Erlebnisse, wo du üben darfst, wie viel lehne ich ab, wie viel mag ich nicht, und das erzählt dir halt der Körper. Und wenn du gerne gesund bist, und das ist in Zeiten wie diesen ganz wichtig, dann gibt es eine wichtige Empfehlung von mir: Schau gut drauf, dass dir möglichst oft gut geht. Weil es gibt fast nichts, was dein Immunsystem mehr schädigt als ein unangenehmes Gefühl in deinem Körper. Und zwar jedes, egal ob du wütend bist oder traurig bist oder eifersüchtig bist. Also dieser Zustand kostet extrem viel Energie. Darum sagen wir, es zieht mich runter und es macht zu und alles geht nach unten. Wenn ich ein gutes Immunsystem haben will, dann schaue ich, dass ich möglichst viel Zeit in guten Gefühlen verbringe. Also das Immunsystem wird attackiert, immer wenn du das zulässt. In weiterer Folge überhaupt der Gesundheit. Das kann man auch immer nachweisen, wenn einer ganz lang immer im Ärgerprogramm ist oder immer im Trauerprogramm ist oder immer im Sorgenprogramm ist, ja, dass da die Gesundheit dann irgendwann einmal kippt. Außerdem schädigt es nur die Ausstrahlung. Ja, wir schauen immer, ich darf das Wort jetzt sagen, ein bisschen scheiße aus, wenn es uns nicht gut geht. Also das ist nicht wirklich fein zum Zuschauen so einem Menschen. Und es schränkt deine Denkfähigkeit ein. Also die überhaupt, dass ich die Chance habe, dass ich von guten Gedanken komme, da ist viel besser, wenn ich vorher in einem guten Gefühl bin. Ja, die besten Ideen haben Mädels in Mädelsrunden, wo es Prosecco gibt und Maja, und dann machen wir das und dann fahren wir dort hin und Maja, und ich freue mich schon so, ja, da sprudelt es raus. Aber wenn es 3, 4 total traurige Menschen miteinander siehst, da spielt sich nicht viel ab. Das heißt, es ist unsere eigene Aufgabe, darauf zu achten, dass es uns möglichst oft möglichst gut geht. Genau.
Du hast da jetzt auch schon früher ein gutes Thema angeschnitten. Also eine von meinen Fragen ist zum Beispiel, kann man das konditionieren? Kann man sich selbst darauf konditionieren, dieses Gefühl zu haben, ich nenne es jetzt dieses Gefühl des Erwachens, oder geht das Hand in Hand einfach mit dem Flow, dass ich das heraufberufen kann, wann immer ich will, oder ob ich jetzt darauf warten muss und Ist kommt passiert. der Flow, kommt er nicht. Also du, ich sage es mal, Grund, du darfst alles machen. Du darfst drauf warten, kann sein, dass das extrem lang dauert. Ja? Vielleicht bist du mal traurig und hast das Gefühl, du schaffst das nicht, dass du rauskommst, dann läutet dein Telefon und eine liebe Freundin ist da, dann hat die quasi rausgerissen. Ja? Also das geht so. Aber du hast ja, da darf man ruhig ein bisschen genauer werden, du hast in Wirklichkeit immer nur eine Chance. Und das ist jetzt. Jetzt gerade. Ja? Das ist der einzige Zeitpunkt, den du generell in deinem Leben zur Verfügung hast. Aber wenn du jetzt ein unangenehmes Gefühl hast und du bemerkst das, dann kannst du das jetzt drehen. Ja? Indem du einfach was anderes Wichtiges machst oder dich mit was anderem beschäftigst oder das Gefühl akzeptierst oder so, das kannst du unterschiedlich reagieren. Aber die Vorstellung, dass ich mich, das ist ein netter Vorsatz, und das ist okay, wenn du dann einen Vorsatz hast, dass du zum Beispiel entscheidest, ich werde nie wieder über einen Arbeitskollegen ärgern. Das mache ich nicht, weil ich weiß jetzt, das schädigt mein Immunsystem, das schädigt meine Gesundheit, das schädigt meine Ausstrahlung. Also es ist eigentlich eine total blöde Reaktion, ja, wenn man es überprüft, genau. Das mache ich in Gesprächen immer wieder. Und dann sagt jeder, nein, eigentlich will ich mich eh nicht ärgern. Und jetzt kannst du immer vornehmen, ich werde mich nie wieder über meine Kinder ärgern. Nie wieder werde ich das machen. Und dann sage ich gern dazu, die Kinder werden dir das zeigen, ob du das schaffst oder nicht. Ja, also die verhalten sich irgendwie, die machen was. Und du kannst jetzt schon dir so einen Wächter hinstellen und sagen, egal was die machen, ich werde schauen, dass ihr mich nicht ärgert. Ja, das ist ein Vorhaben. Und dann wirst du sehen, du wirst besser. Also im Verstand lernst du was immer gut, wenn du dir mal Belohnung anbietest. So wie wir es bei Kindern machen. Ja? Also wenn du das recht brav machst und wenn du jetzt ruhig bist oder wenn du jetzt wieder lieb bist oder wenn du aufhörst zum Schreien, dann kriegst du Belohnung. Ja? Weil wir haben schon so Experimente gemacht, auch mit Menschen, wo wir sagen, du kriegst jedes Mal 1000 Euro, wenn du es schaffst, dass die 10 Minuten nicht ärgerst. Also die können das alle. Weil der nimmt sich vor, ganz egal, was jetzt passiert in einem Raum, ich werde nur lächeln und ich werde Ding, weil ich will unbedingt diese 1000 Euro haben. Ja? Manche schaffen es eine ganze Stunde und der Nächste sagt sich, okay, wenn ich eine Stunde schaffe, warum soll ich nicht 2 Stunden schaffen? Also man kann das ausdehnen mit solchen Übungen und die Belohnung, die ich anbiete, ist eben deine Gesundheit, deine Ausstrahlung, und ein gutes Immunsystem. Also wenn dir das wichtig ist, dann bist du viel bereiter, da auch was zu investieren. Wenn du aber glaubst, dass du ewig lebst und das, ja, braucht man einen Menschen fragen, wie lange lebst du noch ungefähr? Na ja, so 30, 40 Jahre werden es schon noch sein oder was immer deine Vorstellung ist. Nimm ich den Tod gern mit rein, weil das ein Punkt ist, den im Normalfall Menschen nicht wissen. Ja? Wie lange hast du noch? Ist es überhaupt gescheit, dass du jetzt überlegst, wo du in 15 Jahren bist oder wo du in 20 Jahren bist? Weil vielleicht bist du nächste Woche eh nicht mehr da. Und ganz viele Menschen heben sich ganz viel Lebensfreude auf für irgendwann in der Zukunft. Ja. Aber wichtig ist, dass dir jetzt gut geht, oder? Ja, auf jeden Fall. Den Weil, wie du nächsten vorher Tag. schon gesagt hast, jetzt ist der einzige Moment, den wir aktiv beeinflussen können. Genau. Und darum findet es auch da statt. Ja, also ich kann mir schon immer was vornehmen, ich möchte das in Zukunft und ich möchte das, das, das. Aber darum gibt es eben diese Erinnerung im Körper. Ja, dieser Körper erinnert dich dann und sagt, Isabella, das, was du jetzt gerade tust, was gerade denkst, was gerade machst, das tut dir nicht gut. Und das ist eine sehr leise Stimme im Vergleich zum Verstand. Ja, der Verstand ist laut, der ist gleich noch. Ja, jetzt reg dich auf und lass dir das nicht gefallen und
das ist unerhört. Und was man das so sieht da draußen und beobachten kann, ich ermutige Menschen auch immer, wenn es irgendwo dazu kommt, wo zwei streiten oder wo zwei irgendwas machen, dass du ganz entspannt hinstellst und nur zuschaust. Nur zuschaust, wie die drei schauen, was das macht mit einer, wie sie agieren, welche Wörter das benutzen. Und unmittelbar nachher stellt er selber die Frage, möchte die so von anderen Leuten gesehen werden? Ist das was, was ich will? Und dann lernt der Verstand das. Ja? Dadurch veränderst du deine Verhaltensmuster. Das dauert auch nicht ewig. Ja? Viele glauben, okay, das habe ich jetzt 50 Jahre so gemacht. Und das ist jetzt voll schwierig und voll anstrengend. Und da muss ich noch viel lernen und da muss ich noch viel machen. Nein, es genügt, wenn du im Moment aufpasst, wenn es stattfindet. Und dann erwachst, okay, ich bin ja ein wunderbar ausgestattetes Lebewesen, ja, ich habe ganz viele Tools und ich darf jetzt reagieren, wie immer ich will. Weil das Spannende ist, wenn du bewusst zum Beispiel dich ärgerst, also wenn du das vornimmst, ich gehe jetzt da rein und dann werde ich mich auch fürchterlich ärgern, dann musst du schon wieder grinsen. Also du brauchst da nur selbst ins Gesicht sein, dann findest du das lustig. Oder ich tue jetzt einmal bewusst so, wie wenn ich total traurig war. Das mache ich jetzt. Und dann gehe ich bei meinem Chef vorbei. Ja, ich tue jetzt so, wie wenn ich total beleidigt war. Oder irgend so ein unangenehmer Zustand. Wenn du den bewusst wählst, dann bleibst du da drinnen total ruhig. Weil da gibt es ein Tool in dir, was weiß, ich kann jederzeit aufhören. Ich kann es jederzeit abbrechen. Und dieses Tool verliert man normalerweise in einem unangenehmen Gefühl, wenn es aus einer erlernten Reizreaktion entsteht. Darum sagen viele dann, ja, aber was soll ich machen? Ich kann nicht aufhören, dass ich traurig bin. Ja, ich kann das nicht. Und dann sagt das es immer wieder vor, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und der Verstand glaubt es. Ja. Weil du hast ihm alles, was er kann oder alles, was er weiß, hast du ihm einmal gelernt oder hast du ihm einmal reingefüttert. Und der Verstand weiß halt nur alte Sachen. Ja, der weiß nur von der Vergangenheit was, der weiß nichts von der Zukunft, hat er nie was gewusst, wird er nie was werden. Wir beide wissen jetzt nicht, wie es uns in einer Viertelstunde geht, wir wissen nicht, wie es uns morgen geht, wir wissen nicht, wenn wir morgen munter werden. Aber er tut immer so, wie wenn er es wisse. Und mit dem hält er uns am Laufen. Und ein Erwachter oder einer, der probiert, dass er eben bewusst erlebt, der erkennt das Programm vom Verstand und dann gibt es was in dir, was mit dem Verstand kommunizieren kann. Also du kannst deinem Verstand Fragen stellen oder so. Ich weiß nicht, inwieweit man da ins Erwachen kommen, aber das war dann so der richtige Weg, dass ich also auch merke, dass ich nicht meine Gedanken bin und dass ich nicht ausschließlich aus dem bestehe, sondern dass da was gibt, was das steuern kann. Oder? Ja. Ich kann eine Frage stellen, zum Beispiel. Mhm. Ja? Welche Länder in Europa kennst du zum Beispiel? Kannst du selber die Frage stellen und dann wartest du ein bisschen und dann kommen Antworten. Oder was für eine Augenfarbe hat deine Mama? Braucht er vielleicht ein wenig länger, außer du weißt das ganz klar. Kann sein, du kannst ihn fragen, was du willst, der wird eine Antwort geben. Also es gibt da nur was in dir, was mächtiger ist als dein Verstand. Und der Verstand kämpft halt über gern drum. Der ist gern Erster. Der war gern Chef in dein Leben. Und erwachen würde heißen, dass du wieder deine wahrhaftige Natur einnimmst, nämlich dass du eigentlich der Chef von deinem Verstand bist. Ja, dass der Verstand, ich nenne immer gern, dein bester Mitarbeiter ist, weil der tut, wenn du das ihm sagst, tut der alles für dich. Also der möchte von dir beschäftigt werden, ja, damit er sagen kann, wie gut er ist und was alles weiß und was er nicht alles schon kann. Und wenn du das vergisst, dass du ihn beschäftigst, dann beschäftigt er dich. Und das beschreibt vielleicht das Erwachen auch sehr, dass ich jetzt nicht in Dienstleistung von meinem Verstand und meine Gedanken gehe und mich eigentlich hilflos dem ausgeliefert fühle, sondern dass ich das wieder umdrehe, dass ich der Chef werde von meinen Beurteilungen, von meinen Glaubenssätzen und dass ich da das reingib, was mir wichtig ist, mir wertvoll ist und eigentlich den Menschen aus mir macht, der ich wirklich sein möchte. Ja. Genau.
nämlich der Mensch unabhängig von meiner körperlichen Gestalt oder eben von meinem Verstand oder vielleicht auch von meiner Persönlichkeit, sondern dass ich als mein Ich Einfluss habe darauf, wer ich tatsächlich bin. Also ich würde es nur ausweiten, was du tatsächlich bist. Ja, wer du bist, das ist dir gesagt worden. Ja, also die Eltern haben immer zu dir Isabella gesagt, jetzt weißt du, dass du die Isabella bist. Und dann haben sie irgendwann gesagt, das ist dein Körper und dann schaust du in den Spiegel und dann siehst du was und dann denkst du, okay, der tut genauso mit wie ich, okay, also das bin jetzt eigentlich ich. Ja. In Wirklichkeit bist du das, was das wahrnimmt, was du ist. Ja, das war jetzt vielleicht zu ausführlich für das, das darf jetzt ein bisschen länger dauern, aber du bist so etwas wie ein Beobachter. Ja? Du bist der Beobachter deiner Gefühle, deiner Sinneseindrücke, alles, was du hörst, was du siehst. Und wenn man es genau überprüft, findet das schon alles irgendwie in deinem Körper statt. Ja? Also jedes Bild, was du siehst, siehst du in deine Augen. Da dahinter haben wir gelernt, sind 9 cm auseinander. Die machen ein Bild, das drehen sie um und es ist irgendwo da drinnen. Ja? Du kannst jetzt ein Bild in deinen Kopf holen, zum Beispiel vor deinem Frühstückstisch, was du heute frühstückt hast, kannst du dich erinnern, was der Bild. Aber das Bild ist nirgends abgespeichert in deinem Kopf. Also da gibt es kein Diorama, was ein Arzt finden würde oder so, sondern du bist eigentlich dieses wahrnehmende Tool, was das machen kann, was das steuern kann und was eben durch Empfindungen auch wieder das wahrnimmt, dass es Empfindungen gibt. Und das ist halt, über Körper ist das gut, das ist so unsere äußere Hülle, sage ich einmal, von dem, was wir wahrnehmen, die scheinbar äußere Hülle, die halt einen Namen hat und die so durchs Leben läuft, ja. Genau, voll schön. Und eben auch, dass man Verstand tatsächlich konditionieren kann drauf, dass das vorher erwähnt, dass eben der Verstand trainiert werden kann auf das Glücklichsein, auf die Zufriedenheit und auf friedliches Dasein. Und das geht eben dadurch, dass ich das wichtig mache in meinem Leben. Ja, wenn ich was wirklich wichtig mache, weil ich das will, weil, und ich stelle mir gleich die Frage, wozu willst du überhaupt irgendwas? Wozu willst du erwachen? Ja, wozu möchtest du das? Oder wozu möchtest du ein lieber Mensch sein? Das Fragewort wozu schätze ich da immer sehr, weil wozu zielt immer ab auf, was für Ziel habe ich da, was für einen Sinn hat das, was habe ich davon, was haben eventuell andere Leute davon, was hat das ganze Universum davon, also gibt es da irgendwas, dass das einen Sinn hat, wenn ich das mache? Und wozu möchtest du ein angenehmer Mitmensch sein, wozu hättest du das gern? Wahrscheinlich aus einem Grund, weil sich das gut anfühlt für die. Wenn da alle sagen, du bist total lieb und du bist so nett und Mama, mit dir ist so schön. Ja. Das sind so Sätze, nach die sind wir süchtig. Ich klopfe wieder her wie ein Junkie. Ja. Also wir sind nach Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung, Zuneigung süchtig, weil es scheinbar so ein seltenes Gut ist. Also wir haben gelernt in der Kindheit, und das ist keine Elternschelte, dass wir ab einem gewissen Alter immer eine Leistung bringen müssen, damit wir irgendwas kriegen. Ganz egal, ob es ein Zuckerl ist und wir länger aufbleiben dürfen oder irgendwas, wir haben immer vorher echt rackern müssen oder irgendwas zumindest tun müssen, was wir jetzt nicht unbedingt freudvoll getan haben. Zuerst lernen, zuerst die Aufgabe machen, zuerst das Kinderzimmer zusammenrahmen, zuerst die Schuhe gescheit hinstellen, zuerst den Mantel aufhängen und nur dann, ja, dann kriegst du gewisse Vorteile und dann schafft man da eine angenehme Lebenssituation, und solange du das nicht machst, kriegst du das nicht. Und ähnlich hilflos rennen ganz viele erwachsene Menschen immer noch rum, als wären sie kleine Kinder, die halt immer scheinbar irgendwie betteln müssen, damit sie da wieder 2 Tropfen kriegen. Ja. Und das ist anstrengend. Merkt man, dass das anstrengend ist. Also wenn ich weiß, dass ich mir vornehme, dass ich ein netter, friedlicher Mensch bin, nicht damit die anderen mich mögen oder damit die anderen mich toll finden, sondern weil ich ganz tief weiß, dass mir das so gut tut.
mir da drinnen tut es so gut, wenn ich merke, dass ich friedlich bin. Ja? Oder dass ich nicht ausrast wegen jedem Schmarrn. Das tut mir so gut. Eine Dankbarkeit. Ja? Dieses Bitte-Danke-Spür als Kind ist sehr unangenehm. Ja? Das wird lang und hart eintrainiert. Und es gibt heute noch erwachsene Menschen, die sich total aufregen, weil irgendeiner eine Bitte gesagt hat oder weil irgendeiner eine Danke gesagt hat und wie unerhört ist denn der und fürchterlich und dann müssen wir bremsen und das geht gar nicht. Wenn ich merke, dass wenn ich Danke sage, dass ich da jetzt scheinbar irgendein Geschenk gekriegt habe oder dass ich da jetzt irgendwas gekriegt habe, wofür ich keine großartige Leistung gebracht habe, also für solche Sachen bedanke ich mich, dann ist doch das ein total gutes Gefühl. Und das kann ich auch schon zum Ritual machen. Ich kann mir in der Früh schon vornehmen, wofür ich am Abend dankbar sein werde, weil diese Erlebnisse werde ich mir schaffen, dass ich, wenn ich auf die Nacht ins Bett gehe, dann sage, bah, danke, gut gemacht, habe ich geschafft. Vielleicht habe ich es einmal nicht geschafft, dann bleibe ich wieder friedlich mit mir. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt zum Erwachen, ist, dass ich wirklich mit mir selber sehr friedlich und freudvoll umgehe. Ja, als wäre ich mein bester Freund oder meine beste Freundin, weil die würde mir auch, wenn ich irgendwas nicht hingekriegt habe, was macht man mit so Leuten, wenn wir wenn sie mögen, dann sagen wir, okay, komm, macht ja nichts oder das wird schon wieder oder hilft da oder dann reden wir total zu. Und ich ermutige Menschen immer, dass sie das mit sich selber auch immer wieder machen. Weil dann brauche ich es auch nicht mehr so viel von außen. Ja, also diese Sucht nach Liebe, Anerkennung, Zuneigung im Außen ist ja nur deshalb, weil ich scheinbar selber nicht hinkriege. Weil wenn du von dir selber total überzeugt bist, dass du ein friedliches, nettes, charmantes Wesen bist in deinem Verhalten, dann können sich 50 Männer vor dir hinstellen und sagen, du bist eine dumme Kuh und du denkst, hey, mich kann der nicht meiner. Nein, das bin sicher nicht ich. Aber diese inneren Überzeugungen oder diese inneren Glaubenssätze, was du über dich selber als Person glaubst, ja, das gehört auch zum Erwachen dazu, dass ich das immer wieder überprüfe. Ja, bin ich wirklich eine graue Maus und kann ich wirklich nichts und man war jetzt wirklich schon wieder zu blöd und so unachtsame Menschen, wo man beobachtet, die sagen dann, ich war halt wieder so deppert. Ja, tut mir das gut, wenn ich so einen Satz sage. Ich kann sagen, ja, ich war vergesslich oder ich habe vielleicht heute nicht aufgepasst, aber muss ich mir immer selber auch noch klar machen und die anderen machen es dann vielleicht auch noch. Also dieses mit sich selber liebevollst umgehen ist eine große Empfehlung. Ja. Genau. Dann geht es bei den Kunden leichter. Genau. Man würde ja, wie du vorher schon erwähnt hast, auch seinen besten Freund nicht die ganze Zeit anreden, ach, heute warst du ja wieder deppert. Was hast du die ganze Zeit so dumme Meldungen? Da gibt es andere Menschen, bei denen wir das machen. Oder? Genau. Aber genau deswegen sollte man ja auch nicht mit sich selber so umgehen. Ja, genau. Sondern wirklich sich bewusst machen, was mein Ziel ist, was meine Intuition ist auf dieser Welt, in diesem Leben, was will ich wirklich schaffen und ja, warum und wozu, wie du es vorher schon gesagt hast, genau. Also die Erklärung, wenn ich dir jetzt frage, okay, was möchtest du denn erreichen in deinem Leben? Und dann sagt man, ja, ich möchte zum Beispiel ein eigenes Haus haben und einen Garten haben. Und dann frage ich mich, wozu möchtest du das? Und je öfter du wozu fragst, dann sagt immer, ja, weil sich das jetzt schon so gut anfühlt, wenn ich mir das vorstelle, wie das ist. Ob das nachher wirklich so ist, ja, das wirst erst zeitlich später erleben. Ganz früher schaffen sie einen Traum, zum Beispiel bleiben wir jetzt bei dem Haus und Garten und Swimmingpool. Und jetzt haben sie das geschafft, mit viel Aufwand, viel Aufregung und dann nach 5 Jahren sagen sie, ich sag, dass du so viele Fenster zum Putzen, bleib in deiner kleinen Wohnung, ich beneide dich oft total um deine kleine Wohnung. Oder die Pumpen ist wieder so teuer gewesen beim Swimmingpool und die Blätter sind drinnen, es macht mir auf einmal keine Freude mehr. Das heißt, wir haben eine Vorstellung, dass irgendwas, wenn das da ist, dass sich das gut anfühlt. Und das lässt uns verschiedene Dinge zu tun, aber das, was ich in Wirklichkeit will, ist nur das gute Gefühl. Weil was nutzt mir das, wenn ich kein gutes Gefühl habe?
Ja, was nutzt man das schönste Haus, wenn ich, weiß nicht, einen Partner habe, der permanent nur durchdreht und mir anschreit oder irgendwas macht? Kannst du das genießen? Nein, weil das, was du in Wirklichkeit willst, ist genießen. Möglichst oft viel genießen, weil du nie weißt, wie lange es noch geht. Also diesen Wächter immer ein bisschen dazu tun, dann flutscht es richtig und dann kommt man in diesen von dir schon erwähnten Flow, ja, was ja auch in vieler Munde ist und alles soll im Fluss sein und alles soll total easy sein. Was ist, wenn es einmal nicht easy ist? Was tust du dann? Dann kannst du hinsitzen und kannst sagen, ich muss in meinen Flow kommen und dann hast du wieder einen Stress, weil du das nicht gleich schaffst und dann denkst du, und darunter leiden ganz viele Menschen, jetzt bin ich eh schon so erleuchtet, jetzt habe ich eh schon so viel gelesen und jetzt war ich schon auf den Seminaren, dort war ich auf Kurs. Und jetzt ist wieder und dann bestraft mich auf einmal der liebe Herrgott und dann habe ich auf einmal ein schlechtes Karma und was da Menschen alles erzählen, ist ja abenteuerlich und ich meine das total süß und lieb gemeint. Ja, es ist abenteuerlich, weil in einem genauen Gespräch, wenn ich mit den Leuten arbeite, dann sage ich mir, hey, ist das jetzt wirklich so? Glaubst du das jetzt wirklich? Und darfst du einmal gegen einen Strom springen? Ja, ist halt einmal anstrengend, aber darfst du das? Und wann wirst du das tun? Du wirst das nur machen, wenn du wieder die Vorstellung hast, dass da nachher gut geht. Ohne dem würdest du das nicht machen. Ohne dem schmeißt du auf die Luftmatratzen, treibst durch deinen schönen Fluss und fährst runter. Aber falls du wieder, wenn du jetzt sag ich, von Passau nach Wien runter drin bist und du willst aber wieder zurück nach Passau, dann braucht es wieder ein bisschen Anstrengung. Aber du kannst ja ein bisschen Schwarze Meer treiben lassen. Also wenn es ja egal ist, kannst du immer im Flow bleiben. Aber ansonsten gibt es Tools, wo man dann sagt, okay, aber ich möchte jetzt auf einen möglichst schönen Weg wieder zurückkommen nach Passau. Oder ich möchte da eine sehr gute Zeit verbringen, während ich nach Passau komme. Das war dann eine bewusste Entscheidung. Ja. Du hast wieder Tools genannt. Magst du da vielleicht wieder eins nennen? Ja, das war eigentlich so ein Tool. Also das Haupttool ist wirklich die Gefühlswelt beobachten, da aufpassen, was ist da und sich immer wieder klar machen, was will ich erreichen, wozu ist mir das so wichtig. Und wenn ich das weiß, wozu es mir wichtig ist, dann geht es mir auch viel leichter von der Hand. Weil das sind alle Sachen, die dich begeistern, die dir Spaß machen, da verlierst du in der Zeit fast. Ja? Ein toller Abend in deiner Mädelsrunden vergeht wahrscheinlich viel schneller als unspannender Vormittag in der Arbeit, wo du alle 10 Minuten drauf schaust und denkst, das gibt es ja nicht, das ist mein Urstellblieben. Und beim anderen denkst du, das gibt es ja nicht, es ist schon 3 in der Früh. Also wir nehmen dann sogar die lineare Zeit unterschiedlich breit wahr. Und einer, der halt ganz viele schlimme Sachen aber hat an einem Alltag, den kommt sein Leben ewig vor und der Tag kommt er ewig lang vor. Während ein Mensch, der vielen begeisternden Tätigkeiten ist oder der Sachen tut, die ihm Spaß machen oder der wirklich weiß, wozu ich das mache. Es ist voll okay, wenn ich mich einmal anstrenge, wenn ich weiß, okay, aber dann ist das erledigt und dann habe ich auch Freude damit. Einer, der so einen Tag verbringt, dann wird jeder Tag zu kurz. Der kann sagen, aber jetzt nicht, weil ich so erschöpft bin, ist einmal zu kurz, sondern weil ich eigentlich noch gar nicht schlafen will, weil es war nur so lustig. Aber meine Augen fallen halt leider so zu und jetzt muss ich mir da zumindest 3-4 Stunden hinlegen, damit ich wieder Energie kriege. Ja, also gut gelaunte, friedliche, freudige Menschen, die viel machen, was ihnen gut tut, die brauchen auch viel weniger Schlaf, weil sie nicht so erschöpft sind. Ja, weil unbewusst leben und in vielen unangenehmen Gefühlen leben, ist anstrengend. Und dann braucht der Körper mehr Ruhe, als wenn du lustige, freudige Dinge machst. Genau. Ja, also ich finde, wir haben das Thema, oder du hast das Thema des Erwachens schon richtig gut dargestellt und auch die Alltagszwecke immer wieder super gut eingebracht. Also danke dafür. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, hast du ein Lebensmotto oder ein Lieblingszitat, das du nur in dieser Runde teilen möchtest? Ich beschränke es wieder auf das, weil um das geht es eigentlich. Ich wünsche allen Teilnehmern, und dass du das für dich in deinem Leben wichtig machst,
dass du möglichst oft friedlich oder freudvolle Zeit verbringst. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, voll schön. Also keinen Stress machen, wenn du es einmal nicht schaffst. Darum sage ich möglichst oft, möglichst freudvoll oder möglichst friedlich, irgendwie die zu verhalten. Ja, ja. Super, danke. Ja, somit bedanke ich mich im Namen von Mental und Vital Oberösterreich, dass wir dich als Teilnehmer und als Speaker bei unserem The Awakening Summit dabei haben dürfen. Und ich freue mich schon auf das Feedback, auf deinen Bericht. Ich freue mich auch. Danke nochmal für die Teilnahme. Danke für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Da bedanke ich mich auch bei allen, die das jetzt angehört haben. Ihr habt jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde oder Stunde von eurem Leben da mit uns verbracht. Und das ist wirklich wertvollstes Gut. Und falls es irgendwelche Fragen gibt oder Dinge, ihr werdet irgendwo darunter dann meine Adresse finden. Ich freue mich auch über Feedback. Alles Liebe und alles Gute. Genau. Dankeschön, liebe Manfred. Danke.